ist denn der Posoma da? Vielleicht hat er Sylström gegessen. Bäh. Na gut, die kennen die schlimmer rechnen als die Walker. Oder auch Baisa genannt. Wo sind Bai und Brody? Sie sollten langsam hier sein. Clem, guck mal. Was denn? Ein Eiser. Monster. Vi hätte das nicht einfach so herumliegen lassen. Halt, ist das nicht einer unserer Speere? Ja. Clem, kaputtes Schloss. Hier ist vielleicht jemand. Da ist auch Blut dran. Langsam öffnen. Luft ist rein. Wo sind die anderen hin? Scheiße! Hier ist alles verwüstet. Unsere ganzen Vorräte sind weg. Ich sehe mich draußen um. Warte hier. Sind wir in Gefahr? Vielleicht. Vor kurzem wurde definitiv was angemacht. Vor kurzem war hier eine... Zigarette. Hier. Selbst gedreht. Ist das eine Bibelseite? Clementine? Was zur Hölle ist hier passiert? Raucht eins von den Kindern? Nein, gibt nichts zu rauchen. Keine Spur vom Dieb. Dieb? Oh, verdammt. Wir sind gerade den Fluss abgelaufen und unsere Fallen sind leer. Kein einziger Fisch. Wir wurden ausgeraubt? Ganz toll. Und jetzt werden wir verhungern. Mist, das... Scheiße. Scheiße. Es ist nur... Scheiße. Okay, durchatmen, okay. Brody. Komm schon, komm schon, komm schon. Es wird alles wieder gut. Mist. Brody, du bist so laut. Wir sind vielleicht nicht allein. Halt einfach dein Maul, okay? Wie bitte? Laut ist schlecht. Ich muss Marlin davon erzählen. Wir brauchen immer noch Essen. Ihr wisst schon, überleben? Wir haben viel zu wenig hier. Kümmert ihr euch drum. Na, ja, super. Und was jetzt? Steine essen? Steine sind kein Essen. Schon klar. Wirft uns Marlin raus, wenn wir kein Essen finden? Ich will's nicht wissen. Wo können wir noch suchen? Ach, Moment mal. Vielleicht. Das ist der einzige Punkt, den es gibt. Hier kannst du was geben. Der Bahnhof. Er ist nicht allzu weit weg von hier. Ah, ich weiß nicht. Der liegt ziemlich weit außerhalb der Zone. Als AJ und ich dort waren, gab es Vorräte. Ist ein Versuch wert. Ja. Sicher, dass es dort Essen gab? Definitiv. Die Explosion hat vermutlich einiges zerstört. Aber irgendwas muss übrig sein. Da war so viel. Also wunderbar. Schön. Geh du voran. Und da war noch nebenbei noch eins. Da war noch so ein Weizenfeld, war auch noch dort. Wenn man das gut sichert, könnten die eigentlich da wirklich was anbauen. Oder die Erde transportieren. Aber machen sie ja nicht. Walker, ja, typisch. Immer da. Da, da sind die Vorräte. Aber auch viel mehr Beißer als das letzte Mal. Wir werden sterben. Wir können entweder hier sterben oder verhungern. Such's dir aus. Clem, du solltest die Lage auskundschaften. Du kennst dich hier besser aus. Ich schau mich mal um. Kann nicht vorsichtig genug sein. Genau. Ich könnte da hochklettern, aber ich weiß nicht, wie uns das reinbringen soll. Hier draußen sind einfach zu viele. Hoffentlich sind sie nicht reingekommen. Ich habe schon mal Beißer mit der Glocke angelockt. Könnte nochmal klappen. Ja, sie folgen gerne Geräuschen. Ja, deswegen Sicherheit. Du siehst aus, als hättest du eine Idee. Wenn einer von uns dort hochklettert, kann er genug Krach mit der Glocke machen, um die Beißer anzulocken. Dann kann der Rest in den Bahnhof schleichen. Louis, ich bin für Louis. Moment mal. Ich möchte einen Gegenvorschlag machen. Ach komm, Lou.
Du bist laut, dramatisch, ein bisschen nervig. Du bist quasi eine wandelnde Ablenkung. Schwing dich da hoch. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Entschlossen. Das gefällt mir. Lass es einfach, okay? Genau. Ich komm mit und geb dir Deckung. Von mir aus, ich mach's. Aber wenn ich sterbe, wird Beißer Louis euch beide zuerst fressen. Ich lenke sie ab, bis ich sehe, dass ihr in Deckung seid. Dann versuche ich, die Stinkerpatrouille umzulenken, damit ihr schnell ins Gebäude rennen könnt. Wenn wir in Position sind, gebe ich dir das Signal. Dann kannst du anfangen. Viel Glück! Ob das jetzt die richtige Wahl ist? Bei Louis finde ich schon cool. Noch leben wir. Bis jetzt. Ich gebe Louis das Signal. Worauf wartet er? Na los, na los. Louis, verdammt. Lass ihm einfach kurz Zeit. Die haben wir aber nicht. Ja, das ist schon. Das ist beigelt. Ich halte an der Türwache. Okay, AJ und ich schleichen rein, schnappen das Essen und hauen ab. Klingt gut, aber macht schnell. Dass wir die beiden gerade wieder vorbeikommen. Oh. Ja, die sind perfekt. Clem, guck mal. Mach sie an. Geht sie noch? Dabei brauche ich deine Hilfe, Kleiner. Hast du noch deine Waffe? Sicher ist sicher. Sicher ist sicher. Der Einzige, der runtergehen kann.